Hallo liebe Kinder, ihr solltet euch ja gestern das Märchen von Don Röschen mal etwas genauer anschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei und konntet die Aufgaben dazu gut lösen. Heute möchte ich euch die Geschichte nochmal erzählen, aber wie ich halt bin, ich habe wieder einiges durcheinander gebracht und ich hoffe, ihr passt jetzt gut auf. Ich bin gespannt, ob ihr alle Fehler, die ich in der Geschichte versteckt habe, entdecken werdet. Beginnen möchte ich mit meiner hübschen Prinzessin hier. Die möchte euch nämlich diese Geschichte nochmal erzählen. Hallo, wie ihr seht, bin ich eine Prinzessin. Wunderhübsch, ziemlich verwöhnt und ich habe ein ganz aufregendes Leben hinter mir. Alles begann eigentlich damit, als ich mich in einen Frosch verliebte. Das war natürlich etwas ungewöhnlich, aber wir mochten uns so sehr. Wir konnten uns nur nicht einigen, wenn wir mal heiraten, ob wir bei ihm im dunklen Brunnen oder bei mir im hellen Schloss wohnen würden. Da gingen unsere Meinungen doch etwas auseinander und wir haben sogar so lange gestritten, bis ich ihn vor lauter Wut gegen die Wand schmiss und dann wurde er plötzlich ein Prinz. Und er war noch schöner als Frosch. Wir haben uns natürlich dann geeinigt, zusammen auf der Erde zu wohnen und nicht im Brunnen. Und was dann passiert ist, als wir endlich verheiratet waren, das möchte ich heute weitererzählen. Passt mal gut auf, hier geht die Geschichte los. Vorhang auf zu meiner Lebensgeschichte. Als wir geheiratet haben, bekamen wir sehr schnell ein Kind. Es war ein kleines Mädchen und sie war einfach wunderschön. Ihre Haut war weiß wie Schnee, ihr Mund rot wie Blut und ihr Haar golden wie ein Weizenfeld. Wir beschlossen, die Taufe ganz groß zu feiern und luden alle guten Feen in der Gegend ein, um unser Kind zu besuchen und ihm gute Wünsche mit auf den Weg zu geben. Sie kamen alle und eine wünschte ihr Glück, eine wünschte ihr Erfolg, eine wünschte ihr, dass ihr niemals ein Fingernagel abbrach, eine andere wünschte ihr, dass sie gute Freunde finden würde und immer zum Geburtstag ihre Lieblingsspielsachen bekam. Und wir waren schon ganz gerührt, als wir das gehört haben. Doch dann erschien plötzlich die dunkle, böse Fee, die wir absichtlich nicht eingeladen hatten. Und sie sagte, weil ihr mich nicht eingeladen habt und mich immer nur mobbt und nie dabei haben wollt, werde ich eurem Kind wünschen, dass es sterben wird, sobald es sich an einer Spindel sticht. Natürlich waren mein Mann und ich todunglücklich und wussten nicht mehr aus noch ein. Aber zum Glück hatten wir mit der Patentante von unserem Kind, der netten Blumenfee, auf die war Verlass. Sie hatte sich versteckt, weil sie so etwas geahnt hatte und kam nun und sagte, ich kann den Wunsch von der bösen Fee nicht aufheben, aber ich kann ihn verändern. Euer Kind wird nicht sterben, wenn es sich an einer Spindel sticht. Es wird nur in einen 100-jährigen Schlaf fallen. Das war für uns zwar besser, aber trotzdem waren wir natürlich sehr, sehr erschrocken. Und mein Mann ließ sofort anordnen, dass alle Spinnräder in der ganzen Gegend verbrannt und verboten werden würden. Das war natürlich hart für die Leute, denn gerade die, die Stroh zu Gold spinnen konnten, verloren ihre ganze Einnahmequelle. Und auch in den anderen Haushalten wurde es so schlimm, dass die Leute nichts mehr zum Essen hatten und die Kinder hinaus in den Wald schickten, damit sie sich von nun an um sich selbst kümmern mussten. So ging es immer weiter.
Die Menschen in unserem Land waren unglücklich, weil einfach nichts mehr da war. Das Leben keinen Spaß machte. Aber uns war das egal. Unser Kind wurde groß und schön. Aber unser Kind war auch sehr neugierig. Und eines Tages, als wir mal gerade nicht aufpassten, schlich sie sich hinauf in ein Turmzimmer und entdeckte dort ein verstaubtes Spinnrad, das unserer Vernichtungsaktion entgangen war. Dumm wie sie war, langte unsere Tochter gleich hin und stach sich an der spitzen Spindel, bis ein Tropfen Blut an ihrem Finger war. Und sofort geschah, was die Fee prophezeit hatte. Alle fielen in einen tiefen Schlaf. Das ganze Schloss, natürlich auch ich und mein geliebter Königssohn, aber inzwischen im Nachhinein haben wir uns erzählen lassen, wie es weiterging. Der Koch und die Köchin schliefen ein, der Jäger schlief ein, der Stallbursche schlief ein, das Zimmermädchen schlief ein und unsere Tochter schlief natürlich auch ein. Wer nicht eingeschlafen war, waren die Menschen, die noch außerhalb von unserer Burg lebten. Und das Mädchen, das Stroh zu Gold spinnen konnte, die überlegte nun, dass sie doch unbedingt wieder ein Spinnrad brauchte, um weiterzumachen, damit das Leben im Königreich weitergehen konnte. Und sie suchte Rat bei einem kleinen Männchen, das seltsame Fähigkeiten hatte. Der sorgte dafür, dass unser Dornröschen wieder aufwachte. Ihre Haare waren inzwischen so lange gewachsen, dass sie gar nicht mehr bequem in ihr Bett passte. Deshalb nahm eine alte Frau aus der Gegend sie mit, weckte sie kurz auf, denn sie konnte ein bisschen hexen, und führte sie in einen großen Turm, in dem ihr Haar Platz hatte. Um unser Schloss wuchs eine riesengroße Dornenhecke, aber als 100 Jahre vergangen waren, kam tatsächlich ein Prinz und kämpfte sich den Weg frei. Er fand auch den Turm, der von Rosen umwachsen war, und er sah das lange Haar von Dornröschen, das heraushing. Er wollte daran hochklettern, aber weil sie ja die ganzen 100 Jahre nicht beim Friseur war, war das Haar so spröde, dass es abriss und der Prinz hinunterpurzelte. Die alte Frau, die gut auf sie aufgepasst hatte, nahm schnell eine Schere, sorgte dafür, dass unser Dornröschen frisch gewaschene Hände und eine schöne Frisur bekam, legte sie ins Bett, und als der Prinz den normalen Weg über die Treppe hinaufnahm, sah er unser Dornröschen, verliebte sich in sie und gab ihr einen Kuss. Daraufhin schlug sie die Augen auf, und es war fast wie bei mir und bei meinem Frosch. Sie verliebten sich auf Anhieb miteinander, kamen ins Schloss zu uns, weckten uns auf, und alle waren glücklich. Auch die Kinder von den Stallburschen und von den Dienstmädchen wurden wieder wach. Sie liefen nach Hause zu ihren Eltern, wurden in die Arme genommen, und alles war wieder richtig schön. Dank dem Mädchen, das Stroh zu Gold spinnen konnte, hatten wir auch eine ganze Kammer voller Geld und konnten jetzt weiterleben, als wäre nichts gewesen. Unsere Tochter, Dornröschen, und ihr Prinz heirateten, bekamen ein kleines Kind, und der kleine Wicht, der den ganzen geholfen hatte, ein gutes Ende zu finden, wurde der Taufpate von dem kleinen Kind. Seine Lieblingsbeschäftigung war,
nachts im Mondschein um ein Feuer zu tanzen und lustige Lieder zu singen. Sein Lieblingslied hieß »Ach, wie gut, dass niemand weiß, wie ich mit richtigem Namen heiß«. So, das war die Geschichte, wie ich sie in Erinnerung hatte. Ich glaube, du hast einige Fehler entdeckt. Ich möchte, dass du die Märchen, die da drin versteckt waren und die eigentlich nicht zu deinen Röschen gehören, auf einen Zettel schreibst oder mir per E-Mail schickst. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wer alles entdeckt hat, wie viele Märchen waren denn da jetzt tatsächlich verwoben. Viel Spaß, ich freue mich auf deine Antwort. Tschüss!